Wiede, Wiede, wupp dich. Dreidimensionalität. Alles klar, dann los geht's. Was denn? Nicht? Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht's um Metall. Ganz ungewöhnlich bei uns, mal was ganz Neues. Nämlich, wir haben hier eine Metallkappsäge von DEWALT und eine Metallhandkreissäge. Denn ihr wolltet immer und immer wieder, oder beziehungsweise ihr habt immer wieder in den Kommentaren gesagt, mach doch mal was mit Metall, zeig doch mal was mit Metall. Heute machen wir das. Welche Geräte haben wir eigentlich? Wir haben die DW872, das ist der hier, der ist schon ganz schön ein Brummer hier, oder? Und dann haben wir unsere Handkreissäge, die DCS 373, unsere kleine. Ganz schön garstig, aber da kommen wir gleich dazu. Beides sind Spezialisten für Metall, weil ihr immer wieder gesagt habt, schaut euch doch mal Metall an, Metall, Metall, Metall. Und ich bin ganz ehrlich, wir erfahren das hier heute zusammen, denn ich bin jemand, der sehr viel mit Holz macht und sehr wenig Erfahrung hat im Bereich Metall. Also ich habe so eine alte, kleine Metallsäge hier, mit der man mal was sägen kann, bis jetzt benutzt. Und sowas habe ich noch nicht in der Hand gehabt, aber das schauen wir uns an. Denn ich habe vorhin ein, zwei Sachen hier ausprobiert und das fand ich sehr erstaunlich. Das möchte ich auch mit euch teilen. Wenn ihr noch Tipps, Fragen, andere Anregungen habt, dann schreibt es bitte mal unten in die Kommentare. Falls ich für euch auch mal einen Vergleich machen soll von dem hier zum Beispiel zu anderen Geräten, gibt ja auch ein breites Marktfeld hier, genauso wie bei dem hier, dann schreibt es mir auch bitte mal unten in die Kommentare. Falls ihr übrigens mich fragt, warum habe ich genau diese Geräte genommen, die hatten wir einfach hier stehen. Das ist purer Zufall, dass wir genau die beiden Geräte hier haben. Aber zumindest ist beides gelb, passt gut zusammen und das schauen wir uns heute mal an. Und natürlich werden wir gleich auch ordentlich mal ein bisschen was sägen. Hier haben wir schon einiges, zum Beispiel sowas hier. Das ist schon, hier rieselt schon wieder das Metall raus. Das ist schon amtliches Material, zumindest aus meiner Sicht. Ja, also für mich, ich weiß, jemand, der mit Metall umgeht, wird sagen, das ist amtliches Material, voll, aber egal. Ich finde das schon ganz schön. Das werden wir gleich alles mal ausprobieren, mit den ganzen, mit beiden Geräten hier zu sägen. Aber erstmal das Thema Preis. Wo liegen wir denn hier eigentlich? Wir sind bei unserer schönen Kappsäge und übrigens, das ist schon so ein amtliches Teil. Das sieht auch wirklich schön aus. Also, das kann man sich mal in die Werkstatt stellen, natürlich nicht nur zum Aussehen. Wir sind hier im Bereich bei rund 450 Euro. Und ich habe mal so im Markt so grob geschaut. Es gibt ja ein breites, nicht so breites Marktfeld wie bei Holz, aber da fängt es ja irgendwo bei 280 bis 300 Euro bei anderen Herstellern an und geht das relativ weit hoch. Ja, deswegen schreibt ruhig mal in die Kommentare, wenn wir uns das in der Breite mal anschauen sollen. Hier sind wir bei 450 Euro, bekommen ein sehr wertiges Gerät. Das schauen wir uns gleich an. Hier bei dem kleinen hier in der Solo-Variante ohne Akku, aber mit Sägeblatt, sind wir bei 225 Euro und haben hier einen sehr potenten kleinen Metallschneider. Und jetzt schauen wir uns mal die technischen Daten an. Wir haben hier ein wirklich amtliches Sägeblatt von 355 mm, die es uns erlauben, ein Profil zu sägen von zum Beispiel 130 lang, 75 hoch oder 100 mal 100. Und das ist schon ordentlich groß und würde mir auf jeden Fall für meinen Gebrauch reichen. Ich bin gespannt, was die Metalle unter euch sagen, ob sie sagt auch, ja, von der Größe her passt das erstmal für ein wahrscheinliches, für eure Verhältnisse sogar relativ kleine Säge. Ich glaube, das hier ist auch gut, um es auch mal mitzunehmen, denn das Gewicht ist noch praktikabel, das seht ihr ja hier. Ansonsten kommen wir jetzt mal zu unserem kleinen hier. Wir haben hier ein relativ kleines Sägeblatt mit 140 mm, aber 3700 Umdrehungen, die schon wichtig sind für einen sauberen Schnitt und haben aber trotzdem noch 43 mm Schnitt. Tiefe. Schon erstaunlich. Wir haben eine Metall-Handkreissäge, aber mit Akkutechnologie. In diesem Fall ist es ein 18-Volt-Gerät und wir haben hier wirklich auch nur einen 2-Ampere Akku drin und werden alle Tests heute auch bewusst mit dem 2-Ampere machen, um zu zeigen, dass selbst das hier dafür ausreicht. Wir haben einige Tests schon gemacht, das sieht man vielleicht auch in den Metallsplittern, die überall rumliegen und trotzdem ist nirgendwo die Leistung eingebrochen. Interessant ist aber Folgendes. Ich setze das hier mal ein und ihr hört das vielleicht. Im Vergleich, ich mache es mal relativ schnell, damit ihr es hört. Und zwar ist es so, wir haben hier ein 18-Volt-Gerät, aber
Und hier haben wir einen 54 Volt Akku. 18 Volt Akku, 54 Volt. Das Gerät, und bei Dewalt ist ja so, dass 18 und 54 Volt zueinander kompatibel sind. Das heißt, die 18 Volt Geräte können auch die 54 Volt Akkus tragen. Und ähnlich wie bei Bosch, bei den Bosch ProCore Akkus ist es so, dass diese Akkus hier wesentlich mehr Energie abgeben können. Und davon profitieren auch 18 Volt Geräte wie das hier. Nämlich sie haben noch so einen Tick mehr Kraft. Was du vielleicht eben auch schon gehört hast, er dreht ein kleines bisschen schneller, noch konstanter, noch, ich sag mal, das Gerät wird dann noch garstiger mit einem 54 Volt Akku. Natürlich auch ein bisschen schwerer. Deswegen werden wir das, also es ist schon nutzbar so. Vor allem hat einen schönen Schwerpunkt. Schaut mal, das ist wirklich schön. Ja. Liegt auch wirklich gut in der Hand. Aber deswegen machen wir das heute, trotzdem mit dem Kleinen, um euch zu zeigen, dass es funktioniert. Kurz mal das Gerät nochmal im Detail. Es gibt ja gar nicht viel dazu zu sagen. Wir haben hier, wir machen mal das Ganze raus. Zur Sicherheit immer, wenn ihr am Sägeblatt arbeitet, immer den Akku rausnehmen. Wir haben hier das Sägeblatt, was ihr hier seht. Ja. Spezielles Metallsägeblatt. Ich weiß gar nicht, wie viele Zähne wir haben. 30 Zähne, hier sieht man es vielleicht, ich hoffe. Ja. Wir haben hier 30 Zähne, Standardsägeblatt, so wie bei jeder Handkreissäge. Das Ganze wird zurückgezogen und so weiter. Weil es Metall ist, keine Absaugung, ganz klar. Wir können das hier entsprechend nach oben tun, den Tisch verstellen, wohin du es haben möchtest. Was wir natürlich hier nicht haben, ist eine Neigungseinstellung. Ja. Ansonsten können wir das alles hier einstellen. Und das war's. Wir haben hier nur noch den Auslöser, den wir hier entriegeln müssen, indem wir, ich zeige es euch mal, na, am besten so, ihr nehmt den Daumen, drückt das hier runter und dann könnt ihr durchdrücken, so geht's nicht. Wenn ihr Linkshänder übrigens seid, geht das Ganze genauso, ja, mit dem Daumen runter und los geht's. Ja. Und ich würde sagen, probieren wir doch mal aus. Wir haben vom Umbau hier noch diese Kabel, ein Stück Kabeltrasse übrig, was für nichts mehr gut ist. Und ihr seht hier, wir haben hier eine Materialstärke von ja, so rund 2 mm und eine Größe von ja, fast 42 mm, eine Höhe auch von 40 mm. Und das werden wir jetzt einfach mal mit der Handkreissäge einfach so zack durchsägen. Aber natürlich zur Sicherheit in den Kroglock einspannen. Übrigens, falls du den nicht kennst, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht hier. Echte Werkzeugfan Edition. Ja? Das ist ja der Wahnsinn. Also das habe ich noch nie gesehen. Da ist kein Grat dran, kein gar nichts. Fangen wir mal vorne an. Also erstmal fangen wir mal hier an. Es ist erstaunlich, wie schön, einfach, simpel man das hier damit durchsehen kann. Wir haben hier bei den anderen Arbeiten, die wir hier gemacht haben, wo wir sie gekürzt haben, haben wir das in der Regel mit einer Trennscheibe gemacht. Ja, wie dämlich eigentlich. Es wäre damit viel einfacher gewesen. Und beim nächsten Mal würde ich es auf jeden Fall nur noch so machen. Dabei, ja, hier sieht man es auch ganz gut. Komm, ein bisschen dichter. So sieht's aus jetzt mit einer Handkreissäge. Und du siehst ja kein Grat, nichts. So sieht es danach aus. Und so sieht es aus, wenn du es mit einer Trennscheibe machst. Ja? Das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität, das hier gegen das andere. Ja? Also das ist wirklich nicht schön. Wenn wir hier gerade sind, schauen wir uns das hier mal an. Mega interessant. Normalerweise, wenn du so eine Gewindestange kürzt, ist es so, dass du hier irgendwelche Spuren hast, dass du, dass es so ähnlich aussieht wie hier, sage ich jetzt mal, mit der Trennscheibe auf jeden Fall. Und da kannst du ja keine Schraube drauf drehen. Und das hier ist so original, du hast ja gerade gesehen, das ist genau der Schnitt, den du eben gesehen hast. Ich nehme jetzt einfach eine Mutter. Einfach so, ohne irgendwas zu machen. Weil eine Mäuse musst du dann sowas machen wie das hier. Dass du das hier so ein bisschen anfasst, machst und tust, dass du irgendwie hier da deine Mutter wieder drauf bekommst. Aber hier nichts. Also das finde ich mega. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Nochmal zum Abschluss. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das begeistert. Vielleicht ist das komplett normal. Vielleicht kennt das jeder von euch. Ich kannte das nicht, dass das so simpel sein kann. Erstaunlich. Also es ist immer so, das ist immer schön, hier mit euch das zusammen zu machen, weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich erfahre das selbst mit euch auch hier zusammen. Und nach wie vor begeistert mich Werkzeug jeden Tag. Und jetzt geht's aber
zack, hier rüber zu unserem, zu unserer Kappsäge quasi, unserer Metallkappsäge. Und das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Oh. Ich heb das auch mal an. Ja, transportabel ist das schon noch. Ich habe heute nur schlecht gefrühstückt. Also, von der Sache her, wenn du eine Kappsäge aus dem Holzbereich kennst, ist es im Grunde dasselbe. Du hast hier ein Sägeblatt, ja, kannst das Ganze hier entsprechend runterfahren und das war's. Was viele von euch bei Kappsägen übrigens kennen, ist, sie haben auch eine Zugfunktion. Und das Sägeblatt auch nach vorne zu ziehen, das haben wir hier nicht. Aber schauen wir uns mal den Tisch an. Hier ist eine Sache extrem wichtig. Wenn ihr mit Metall arbeitet, bin ich zumindest der Meinung, spannt es ordentlich fest. Ja? Weil bei Holz ist schon kein Spaß, aber Metall ist so überhaupt gar kein Spaß mehr aus meiner Sicht. Wir haben hier schon eine amtliche Spannvorrichtung dran. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal hier, oder fangen wir den Tisch mal allgemein an. Wir haben hier unseren großen Tisch, alles aus Metall. Hier zwischen läuft das Sägeblatt. Hier ist der Anschlag für das Sägeblatt, aber hier, also hier schlägt es oben auf. Haben hier den eigentlichen Anschlag für das Metall und können hier das Ganze befestigen. Das zeige ich euch gleich. Wir haben erstmal hier den Anschlag und hier seht ihr auch eine Winkelverstellung. Ja, ich hoffe, das kriegt die Kamera so drauf. Wir können hier also auch verschiedene Winkel herstellen. Ich zeige euch mal, wir nehmen das hier hoch, ziehen das hier hin und können dann hier entsprechend den Winkel einstellen und dann können wir es wieder festziehen und könnten dann entsprechend hier im 45-Grad-Winkel schneiden bzw. sägen. Übrigens auch hier kann das Ganze hier festhalten, ja, einfach so, dann das hier runter, festdrehen und schon ist das hier fest. Also ja, da kann man erst nichts sagen und auch da können wir nochmal diesen Spannhebel benutzen, der mit dazu geliefert wird. So, dass ich nach oben kann. Moment. So rum war es, genau. Also so rum. Erstmal einsetzen und runter. Dann kann es nicht mehr nach oben. Und jetzt könnten wir auch schon sägen. Und das sieht doch eigentlich recht solide aus. Wollen wir es einfach mal machen? Wir sägen das jetzt einfach mal ab. Du hast ja gerade gesehen, wie simpel und wie einfach das ist. Und Metall zu sägen ist halt schon, also von Hand macht es dann wirklich gar keinen Spaß mehr. Und auch hier ist es so, dass es nahezu keinen Grat am Material gibt. Das ist natürlich faszinierend, wie leicht das Ganze geht. Und ich zeige dir jetzt nochmal in Echtzeit. Ich stelle das Ganze jetzt auf 45 Grad wieder zurück. So, zurücknehmen. Das finde ich übrigens sehr clever gemacht hier. So, 0 Grad. Und das ging wirklich schnell. Ja. Übrigens, hier haben wir den wunderschönen Hebel, sodass wir das hier nach oben stellen können. Dann kann ich es irgendwo hin verschieben, was ich gerade haben möchte. Stelle es wieder zurück und dann greift es hier und dann kann ich es anziehen. Das ist schon super. Jetzt nochmal hier eingespannt. Übrigens, bei solchen Dingen achtet darauf, wie ihr das Material jeweils habt. In der Anleitung der Maschine steht auch genau, ob ihr es so oder so oder so sägen sollt. Ja. Also da schaut ruhig mal in die Anleitung rein. So, wieder hoch, rein, runter und fest ist das Ganze. So, wirklich fest hier. So, schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Wunderbar. Na dann. Du hast gerade gesehen, wie gut die Maschine funktioniert, beziehungsweise auch wie schön und einfach du hier das Metall trennen konntest. Übrigens, du siehst jetzt auch nochmal, wie kompakt das Ganze ist. Ja? Also wir haben wirklich eine sehr schöne, kleine, kompakte Maschine, die wir auch super verstauen können. Hier hinten auch mit einem Griff zum Wegtragen. Da ich heute nicht so gut gefrühstückt habe, trage ich sie jetzt mal nicht weg. Aber du hast das Gewicht gesehen, es geht. Also man kann die Maschine schon tragen. Das hat echt Spaß gemacht und ich muss sagen, ich habe schon jede Menge Ideen, wie ich diese Maschine oder zumindest so eine Maschine bei Helden der Werkstatt einsetzen kann. Vielleicht mache ich ja nochmal einen markenübergreifenden Test, wenn ihr das in den Kommentaren wollt. Dann machen wir das und dann werden wir sehen, was die beste Maschine für mich dann sein wird.
Die Kleine hier hat mich auch total überrascht, weil die kleine Handkreissäge hat es wirklich geschafft, hier unsere Standard Kabeltrassen, die wir hier haben, oder Kabelrinne, oder je nachdem, wie man das alles nennt, zu sägen. Denn wir müssen davon noch ganz schön viel hier verlegen. Könnt ihr euch vorstellen, was hier noch alles los ist. Insofern wird das wahrscheinlich unser stetiger Begleiter sein. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze fandet. Ich hoffe, ihr scheltet mich nicht zu sehr im Bereich Metall. Schreibt bitte alles, was ich vergessen habe, unten in die Kommentare. Und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.